Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es klappt und ich kann auch nicht zu 100% versprechen, dass es wirklich klappen wird. Aber wir sind hier beim ersten Türchen vom Trade Samba, Freunde. Die ein oder anderen erinnern sich vielleicht noch, den haben wir die letzten Jahre immer wieder geballert. Ich glaube, im letzten Jahr war eines der wenigen Jahre, wo wir ihn nicht geballert haben. Das heißt, jetzt geht's wieder los mit dem Trade Samba. Das heißt, jeden Tag gibt's für euch ein Trading-Video. Und ich kann gerade zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu 100% versprechen, dass ich wirklich jedes Türchen schaffe. Freunde, ich werde alles geben, dass es sich ausgeht, aber ich bin im Dezember auch in London für 4 Tage und ich bin in Deutschland auch nochmal für 4 Tage. Das heißt, ich muss allein schon 8 Tage einfach decken und da auch vorproduzieren und die Videos so produzieren, dass sie trotzdem aktuell sind. Also ich gebe wirklich mein Bestes, dass ihr gute Videos bekommt und dass wir einen geilen Trade Samba haben. Das ist einfach ein Kultformat hier auf dem Kanal und ich freue mich wirklich, das jetzt wieder zu starten. Ich habe sogar extra für den Trade Samba hier hinten die Beleuchtung wieder rausgepackt. Also das habe ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal organisiert bekommen und ansonsten starten wir heute mal rein mit einem relativ klassischen News-Video und am Ende gibt es auch noch einen Trading-Tipp, den ihr aktuell machen könnt. Also wir gehen direkt mal rein mit dem ersten Thema. Ach und übrigens noch ganz kurz, falls ihr Themenvorschläge habt für Videos, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Also falls ihr zum Beispiel wollt, dass ich euch mal Icon-Flipping erkläre, schreibt sie in die Kommentare. Falls ihr wollt, dass ich euch überteuert verkaufen eine Liste durchgebe, schreibt sie in die Kommentare. Also falls ihr einfach bestimmte Videowünsche habt, einfach in die Kommentare schreiben, weil ihr habt ein ganz großes Mitspracherecht bei dem Trade Samba. Das heißt, ihr könnt selber eigentlich mitentscheiden, was für Videos kommen. Also gerne da mitentscheiden. Und wir beginnen jetzt mit dem ersten Thema. Es wird nämlich ein Icon-Pick auf uns zukommen. Das haben viele übersehen, aber während dem neuen Radioactive-Event wird ein Icon-Pick kommen, wo du jede Icon ziehen kannst, ohne irgendeine Beschränkung. Also wo das Video jetzt auch rauskommt, da habt ihr das Radioactive-Event schon bei euch auf der PlayStation oder auf der Xbox oder PC oder wo auch immer. Und da sind diese Spieler hier in Team 1. Ich muss sagen, das sieht sehr fresh aus. Ich habe noch nachher Leaks für euch für Objectives und SBCs, die auch kommen werden. Aber das Krasse bei diesen Karten ist halt, dass die voll leicht Chemistry bekommen. Das habt ihr bei eurem Loading-Screen auch schon drauf. Also der Radioactive-Spieler braucht sozusagen nur einmal den Manager aus der Liga oder er braucht einfach einen anderen Spieler aus der Liga und schon ist er auf voller Chemistry. Das finde ich sehr, sehr geil, weil dadurch kannst du halt Spieler viel, viel leichter in dein Team einbauen. Gut, und dann gehen wir jetzt eben nochmal zu dem Thema mit dem Icon-Pick, weil es ist ja jetzt gerade so, dass sowieso schon Icon-Sachen da sind. Also wir haben, allgemein haben wir krass viele SBCs, also es ist echt heftig, es kommen ja heute sicher nochmal welche dazu, aber wir haben hier natürlich eine Base-Icon-SBC und wir haben, ja, die Maximum-Icon-SBC ist glaube ich schon draußen mittlerweile. Hier haben wir Basis Hero, genau, Hero haben wir noch als Player-Pick und genau so wird auch die Icon-SBC dann kommen. Auf jeden Fall ist es so, dass diese SBC hier abläuft in einem Tag und einer Stunde und ich muss persönlich sagen, ich denke ganz stark, dass die Icon-SBC am Sonntag rauskommen wird, weil das gefühlt immer so war. Es kann sein, dass sie auch früher kommt, später kommt. Auf jeden Fall, ich denke, am Sonntag kommt dieser Icon-Pick raus. Die Anforderungen wären dann wahrscheinlich ein bisschen teurer wie hier, also vielleicht ein 87er und ein 88er Rating oder 87-87 oder irgendwie so, vielleicht auch dieselben Anforderungen. Wir können auch gerne nochmal hier schauen, bei der Hero-SBC, was da gefordert wurde, 84-85. Also ich schätze, es wird mindestens die Anforderung 86-87 werden und deswegen werden Rated-Spieler hoffentlich wieder ein bisschen weiter anziehen. Ja, und ihr habt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die Rated-Karten halt nicht sonderlich krass gestiegen sind jetzt zu Black Friday. Sie sind zwar immer wieder mal angezogen wegen ein paar SBCs, aber sie sind nicht wirklich krass durch die Decke gegangen und deswegen, ich finde, teilweise kann man immer noch relativ gut investieren. 83er, 84er spreche ich gleich separat nochmal an, 85er, sage ich euch ehrlich, kann man reingehen, muss man aber nicht, würde ich jetzt nicht krass machen. 86er, wirklich ab 19 Uhr, Freunde, könnt ihr so gut snipen. Hier ist Samstag auch dann eben, also heute Freitag, morgen Samstag, egal wann ihr das Video seht, einfach ab 19 Uhr immer, weil da viele Packs gezogen werden. Und da kriegt ihr 86er sicher leicht unter 10k. Das heißt, da einfach reinsnipen und euch was mitnehmen. Ansonsten 87er, ja, sind bei 15k, unter 14k heute snipen. Vielleicht ganz ehrlich, 88er unter 22k könnt ihr auch nochmal reinsnipen. Ich sehe bei denen jetzt nicht mehr den Anstieg auf über 30k. Die waren dazwischen bei 27k. Da will ich einen Teil von meinen Investments verkauft, aber vielleicht unter 22 nochmal reingehen und ansonsten wird es hier schon relativ kritisch. Was ich deutlich spannender finde aktuell sind die Informs, aber nicht als Investment, Freunde. Ich zeige euch nur kurz, was die Informs kosten. Ihr seht es, die kosten alle über 50.000.
1000 Münzen. Hier sind zwar ein paar so für 45 und so, aber die kannst du nicht kaufen. Also die kosten so alle so 49 Gramm mindestens. Das ist wirklich geisteskrank, was Informs halt kosten. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, warum sind die Informs nochmal so stark gestiegen? Weil die waren ja schon relativ teuer auf 40k und sind dann nochmal hoch. Also hier auf 35 und sind dann nochmal komplett gestiegen. Und das ist tatsächlich deswegen, weil jetzt gerade bei den aktiven SBCs keine Team of the Week SBC da ist. Und zwar seht ihr das jetzt hier, Freunde. Es gab immer wieder so Team of the Week Picks dieses Jahr. Und bei diesen Team of the Week Picks waren so 82 plus Picks. Da können wir uns mal kurz das anschauen. Ihr habt es eh gerade gesehen. Waren 83er Squad gefordert und nochmal ein 83er Squad. Dann schauen wir mal hier kurz weiter. Ja gut, das wurde jetzt weggeblendet. Aber auf jeden Fall, es kamen halt immer wieder diese Team of the Week SBCs. Ah ja, hier übrigens sieht man nochmal den Ladescreen. Das sieht ganz geil aus auf jeden Fall. Nur das Ding ist halt, bei den Team of the Weeks, die Leute haben halt zum Beispiel, wenn sie jetzt reingegangen sind und gesagt haben, wir kommen, ich mache mir jetzt die Basis-Icon-SBC, dann haben sie halt gesagt, okay, passt, ich brauche ja hier einen Inform. Hier wird ein Team of the Week gefordert. Haben sie gesagt, okay, passt, ich gehe zu der Upgrade-SBC, mache diese Team of the Week-Upgrade-SBC und habe darüber dann meinen Team of the Week endlich. Weil dass man halt 50k für eine Karte ausgibt, das wollen die meistens nicht und deswegen konnte man es mit dieser SBC immer einen Ticken günstiger lösen. Das war übrigens auch der Grund, warum die 83er so teuer waren. Also da kannst du wirklich auf jeden x-beliebigen 83er gehen. Du wirst sehen, dass diese Karten hier bei 2k circa waren. Das seht ihr jetzt hier, Botmann zum Beispiel. Wir gehen kurz auf eine andere Karte noch, aber das ist wirklich bei jedem Spieler der Fall gewesen. Im Bock zum Beispiel haben wir hier auch auf 2k und hier dann 1,8 und diese Karten sind jetzt halt über die letzten Tage gedroppt und das ist sehr, sehr gut für uns. Sie waren dann auf 1,5 und jetzt sind sie sogar nur noch auf 1000 Münzen. Das heißt, nahe am Abschlusspreis, ich sag's euch, wie es ist, investiert in 83er unter 1000 Münzen. Ihr kriegt die sogar wahrscheinlich unter 900 Münzen. Heute zum Event oder halt allgemein am Wochenende, wenn die Rivals, wenn die Weekend League Rewards gezogen werden, wenn die Squad Battle Rewards gezogen werden. Diese ganzen Karten sind einfach jetzt nicht mehr so viel wert, weil sie vor allem bei den Team of the Week SBCs gerade nicht verwendet werden können und die Team of the Weeks braucht man für die großen SBCs. Das haben wir ja gerade eben besprochen. Deswegen geht in 83er. Ich finde, es ist ein sehr sinnvolles Investment, weil man damit die Team of the Week SBC macht und wie gesagt, mit den Team of the Weeks machen die Leute dann die SBCs. Das heißt, wir müssen natürlich auch hoffen, dass wieder so eine Team of the Week SBC kommt. Wenn die nicht kommt, dann gehen 83er auch nicht so stark hoch. Wenn aber eine tradable, oder muss nicht mal tradable sein, aber wenn eine wiederholbare Team of the Week SBC kommt, dann sollten eigentlich die 83er wieder leicht anziehen. Dasselbe ist bei den 84ern. Da könnt ihr auch jetzt übers Wochenende, ich glaube, die kriegt man unter 2,5, wenn ihr das schafft, dann geht da auf jeden Fall rein, also unter 2,5 Safe Call, da kann eigentlich nicht viel passieren und da könnt ihr, denke ich, auch nochmal gut eure Coins reinbuttern. Ansonsten, Freunde, übrigens, wenn ihr weitere Trading-Tipps bekommen wollt, kommt sehr gerne in den Discord rein, wir posten dort aktiv Investment-Tipps, aktuelle Trading-Tipps, Listen und vieles, vieles mehr. Wir beantworten unter anderem auch jede Trading-Frage, was auch für den einen oder anderen sicher interessant ist. Auf jeden Fall hier zum Beispiel Renato für 44k empfohlen, als Beispiel-Investment jetzt hier. Seht ihr, okay, passt, ist auf 60k gestiegen und das ist halt wirklich kein Einzelfall, davon haben wir mehrere Investments dann immer, wir posten da fast täglich neue Investments bzw. Trading-Tipps, also checkt sehr gerne aus, Link ist in der Beschreibung und kommt da gerne rein. Ansonsten habe ich übrigens noch eine Inform-Trading-Taktik aktuell, also eine andere Taktik als das, was ich euch jetzt gerade erklärt habe mit den Informs und so, nicht, dass man in 83er investiert, sondern noch was anderes. Falls ihr dazu ein eigenes Video haben wollt, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare rein, weil dann könnte ich das als eigene Folge auch beim Trade-Sammer mit reinnehmen. Dann bekommen wir demnächst Griezmann als Player of the Month. Sehr, sehr geil. Wann der genau kommen wird, steht noch in den Sternen. Aber der wird krass werden. Also Griezmann ist ja absolut OP dieses Jahr mit diesem Finesse Plus Playstyle. Geisteskrank. Ich freue mich extrem auf den und ich werde ihn vielleicht sogar wirklich machen, wenn er nicht zu teuer wird. Ansonsten gibt es von mir jetzt nochmal kurz einen Tipp an euch und zwar gibt es ja hier sehr, sehr viele Evolutions aktuell und ihr könnt da wirklich einige sehr, sehr klug abschließen. Zum Beispiel die hier, die Stärkung Evolution, da kannst du Bernardo Silva reingeben, wenn du zum Beispiel jetzt nicht krass irgendwie diesen Spieler machen willst, also wenn dir die Rating, also die Stat-Upgrades nicht so viel bringen, aber das Rating wird halt hier geupgradet und du kannst zum Beispiel Bernardo Silva reingeben und mit zwei Spielen in Squad Battles oder Rivals oder Champions oder was auch immer, kriegst du den auf eine 90, okay? Das heißt, du kannst theoretisch sagen, okay, ich mache den rein, den 88er und hole mir den als 90er und gebe ihn dann in SBCs. 90er kosten über 50k, 88er kosten unter 25. Das heißt, du sparst dir 25.000 Münzen. Das ist wie, wenn du 25.000 Münzen bar auf die Hand bekommst. Also das ist schon auf jeden Fall ein guter Tipp, den ihr machen solltet. Ansonsten kommen während dem neuen Event auch weitere Evolutions raus. Da müssen wir einfach noch abwarten. Ich denke, das wird aber auf jeden Fall auch wieder ganz cool werden. Evolutions, muss ich sagen, ist dieses Jahr echt sehr gelungen. Ich selber mache kaum
kaum welche, weil ich nicht so der Typ für sowas bin, aber ich merke, wie gut euch das gefällt, vor allem auch in den Streams und so. Ihr erzählt mir immer, welche Evolutions ihr macht. Das finde ich auf jeden Fall alles in allem wirklich ein sehr, sehr gelungenes System dieses Jahr. Dann habe ich noch zwei kurze Leaks für euch, und zwar Skriniar wird als Objective oder SBC rauskommen und Dia wird kommen als SBC oder Objective. Und dann das hier noch, Freunde, ich muss euch das unbedingt zeigen, schaut euch das bitte an. Compensation World Record. Es war so, dass Cruyff einen falschen Playstyle irgendwie hatte oder was auch immer, und die Leute, die sich den halt hier gekauft haben einfach, die haben tatsächlich den Cruyff dann behalten können, aber haben die Coins komplett zurückbekommen. Das heißt, wenn ich mir jetzt Cruyff gekauft hätte, ich hätte den mit dem falschen Playstyle gehabt, okay, passt, dann hätte ich den behalten können mit dem neuen Playstyle dann und so, und da passt dann alles und ich kriege 6 Millionen Coins. Das ist wie, wenn mir jemand Cruyff einfach schenken würde. Also geisteskranke Compensation von EA und irgendwie aber auch ein bisschen unfair gegenüber allen anderen Spielern, bin ich ehrlich. Und dann noch eine kurze kleine Trading-Taktik, die ihr jetzt gerade machen könnt. Das hat mir ein Mod geschrieben eben im Discord und ich finde, das funktioniert sehr gut. Dementsprechend erkläre ich es euch kurz. Das ist eine Methode, die man wirklich sehr, sehr schön einfach nebenbei machen kann. Und zwar geht es dabei darum, dass man sich Silberkarten aus Top-Ligen einfach nahe am Abschlusspreis mitnimmt. Zum Beispiel jetzt hier die ganzen Silberkarten aus der Premier League einfach für 250 Münzen mitnehmen, einmal in den Verein packen und dann dort meistens eher als Clubstock parken. Das heißt, ihr nehmt euch die mit, die Silberkarten, müsst halt schauen, was sie kosten. Wie gesagt, teilweise sind sie noch etwas teuer. Premier League gerade sehr, sehr günstig. Hier seht ihr es, Ligue 1 ist relativ teuer, weil es ja auch eine SBC gibt, diese Ligen-SBC mit der Ligue 1. Aber da auf jeden Fall einfach günstig bieten und dann in den Verein geben und schauen oder beziehungsweise abwarten, bis sie halt steigen wegen weiter SBCs. Ihr könnt aber grundsätzlich auch den hier machen, das heißt, dass ihr einfach bietet auf die Karten nahe im Abschlusspreis, hier so 150 Coins, ihr seht, die laufen da fast für gar nichts ab einfach, und dann könnt ihr die so für 300, 400 leicht ÜV reinstellen, verkaufen sich meistens nach ein paar Stunden, habt ihr halt easy Coins so nebenbei gemacht. Und alles in allem ist es immer klug, jede Karte einmal im Verein zu haben. Also wenn ihr euch jeden Silberspieler einmal mitnimmt in den Verein, jede Bronzekarte einmal in den Verein, dann ist das auf jeden Fall überhaupt nicht blöd, weil immer wieder SBCs kommen, wo diese Karten gebraucht werden, und dann schaut ihr halt nach, okay, passt. Welche SBC ist da jetzt gekommen? Dann geht ihr rein, okay, irgendeine Flash-SBC, wo der und der Spieler gebraucht wird, dann schaut ihr nach in eurem Verein und dann verkauft ihr diese Karten halt. Ein Feature, was euch da auf jeden Fall auch gut unter die Arme greift, ist das hier von Easy SBC, dieser Club-Import. Ihr seht da nämlich, ihr könnt dann filtern, zum Beispiel Silber, Bronze, und dann nach dem Preis filtern oder nach dem Profit, und dann seht ihr halt, okay, mit dem würde ich jetzt gut Profit machen, mit dem würde ich ein bisschen weniger machen, und dann könnt ihr halt hier schauen zum Beispiel und alle zum Beispiel, mit denen ihr 1000 Münzen Gewinn macht, einfach kurz verkaufen. Das Feature ist zwar ein Premium-Feature, aber ich finde es sehr, sehr sinnvoll, deswegen habe ich es mir auch geholt und für euch tatsächlich über die Website auch einen Rabattcode ausgehandelt. Und zwar bekommt ihr 50% Rabatt, wenn ihr den Code einfach David eingebt. Dann zahlt ihr, glaube ich, 3,50 Euro, weil ihr braucht nur diese mittlere Mitgliedschaft. Dann zahlt ihr 3,50 Euro und ich denke, dafür lohnt sich es komplett. Du kannst mit der Seite auch SBCs mit einer AI lösen lassen und so. Also ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten war es jetzt auch schon mit dem ersten Türchen vom Tradezember. Ihr seht hier, ich bin hier auch fleißig am Traden, vor allem eben auch mit den Informs. Mit Katoto haben wir auf jeden Fall auch wirklich guten Gewinn gemacht. Wir werden das auf jeden Fall mit den Informs in einem der kommenden Videos noch ansprechen. Ich werde euch das erklären. Und ansonsten war es das jetzt mit dem ersten Türchen. Falls euch das ganze Projekt gefällt, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben als Feedback da. Ich habe sehr, sehr Bock. Ich bin sehr motiviert. Und schreibt bitte auch einfach Formate bzw. Formatideen, Trading-Ideen in die Kommentare. Was wollt ihr sozusagen auch sehen? Weil daraus kann ich dann meine Videos ableiten. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Und ciao, ciao.